Sommer, Sonne, Urlaubsgefühle. Wer denkt da nicht an Italien und seine leckeren Eisspezialitäten? Wer es in diesem Jahr nicht bis nach Italien schafft, dem können wir helfen. Seit 75 Jahren versorgt die Familie Brustolon Leckermäuler in und um Koblenz mit original italienischen Eiskreationen. Doch wie entsteht sie, die kühlende Sommererfrischung? Wir haben bei der Herstellung von Eis zugeschaut. Schoko, Erdbeer, Vanille, die drei Lieblingseissorten der Deutschen. Doch wie wird das Eis eigentlich gemacht? Zunächst kommt Zucker in die pasteurisierte Milch. So nennt man den Vorgang, wenn die Milch für eine kurze Dauer auf 90 Grad erhitzt und dann für ca. eine Stunde auf 8 Grad abgekühlt wird. So werden alle noch vorhandenen Keime in der frischen Milch abgetötet. Alles wird kräftig verrührt. Dann kommt die Vanille ins Spiel. Bis zu 10 Stangen sind in 20 Liter Vanilleeis. Das Mark wird mit dem Messer entfernt und dann wird alles zusammen in die Grundmasse gegeben. Natürliche Vanille entwickelt übrigens einen viel stärkeren Geschmack als chemische Ersatzstoffe. Zusätzlich zur Vanille kommt noch die Zitrone hinzu. Aber nur die feinen Schalen, die vorsichtig von der Frucht getrennt werden. Dann kommen die Zitronenschalen in einen Siebbehälter zu den anderen Zutaten. Das Ganze wird wieder kräftig umgerührt und ruht dann für ungefähr eine Stunde, damit sich alle Zutaten optimal miteinander verbinden. Weiter geht es mit dem Erdbeereis. Im Gegensatz zu Vanille enthält es keine Milch, wird also später ein Sorbet. Zu den frischen Erdbeeren kommt noch Zucker und Wasser. Übrigens gibt es zurzeit in Deutschland etwa 160 Sorten Speiseeis. Jeder Deutsche isst pro Jahr die sagenhafte Menge von 8 Litern im Schnitt. Zurück beim Erdbeereis. Um später eine cremige Konsistenz zu erreichen, wird das Ganze mit einem großen Rührstab für einige Zeit durchpüriert. Das verhindert auch, dass sich unangenehme Klümpchen bilden, die später dem Eisgenuss im Wege stehen. Nicht nur beim Sorbet wird dieser Vorgang angewendet, sondern auch bei allen anderen Eissorten, egal ob Frucht- oder cremiges Milcheis. Ist das dann erledigt, kommt das noch flüssige Sorbet in die Eismaschine. Hier wird es auf minus 18 Grad runtergekühlt und mit verschiedenen Knetstäben ordentlich durchgemischt. Gute 10 Minuten später ist aus dem flüssigen Grundstoff leckeres Erdbeersorbet geworden. Jetzt kommt das Eis mit einem großen Paddel von der Eismaschine in den Eisbehälter. Mit dem Messer wird noch ein schönes Muster eingeritzt. Das Auge schlägt schließlich mit. Dann kommt es zu den anderen Spezialitäten in die Kühltheke. Fehlt noch das Schokoladeneis. Zu der vorbereiteten Grundmasse kommt jetzt noch Zucker und ganz viel Kakaopulver. Nach dem Vanilleeis ist Schokoladeneis das beliebteste Eis in Deutschland. Ein Trend in den letzten Jahren ist die Beimischung von Chili oder Pfeffer ans Eis. Auch das Schokoeis wird mit dem großen Pürierstab zu einer homogenen Masse verarbeitet. Alles wird gut miteinander vermischt. Rührstab raus und dann ab damit in die Eismaschine. Das Schokoeis braucht auch seine 10 Minuten. Bei Minusgraden wird es dabei ständig durchgerührt. Nur so erhält es seinen cremigen Schmelz, der bei Jung und Alt so beliebt ist. Eben noch flüssig ist das Eis jetzt cremig. Im Eisbehälter abgefüllt bekommt es noch rasch die richtige Form für den Auftritt in der Eistheke. Eiskaltes Handwerk also. Geschäftsführer Marco Brustolon erzählt, wie es dazu kam. Es fing an mit dem Großvater, der aus Vicenza in Norditalien kam. Kam dann nach Deutschland, weil als, wie man immer Krise und Probleme gab. Dann kam er als nach Köln zuerst, 33 und 34 nach Koblenz. Ganz schwierige Zeiten natürlich, Krieg und alles, was dazwischen war, aber wir haben das, also mein Großvater, das durchgehalten. Und dann kamen mehrere Geschäfte auch in Koblenz. Dann haben wir das übernommen mit meinem Bruder, 94. Und hier sind wir immer mal weiter. Es geht einfach mal weiter im Moment. Und wir hoffen, dass es eine vierte Generation auf jeden Fall gibt. Kinder sind schon da, 2 Jahre alt, der kann fast noch nicht mal sprechen. Aber kommt er schon unten in die Eisküche und will Eis haben direkt. Speiseeis wird noch heute mit handwerklichen Methoden zubereitet. Aber erkennen die Koblenzer den Unterschied zwischen Handwerk und herkömmlichem Supermarkteis? Wir haben den Test gemacht. Und fleißig probiert haben sie, die Koblenzer. Bei hochsommerlichen 32 Grad kam die kühle Erfrischung gerade recht. Urlaubsgefühle mitten in der Koblenzer Altstadt. Dieses hier. Selbst? Nein, das ist hausgemacht. Ist das vielleicht selbst gemacht? Ergebnis: Die Koblenzer wissen traditionelles Handwerk eindeutig zu schätzen.
Hier hat das Handwerk eindeutig gesiegt. Übrigens, seit 2008 ist der Speiseeishersteller ein anerkannter Ausbildungsberuf. Informationen zu freien Ausbildungsstellen gibt es bei der Ausbildungsberatung der Handwerkskammer Koblenz oder im Internet unter aubira@hwk-koblenz.de.